Hallo, servus. Ich habe unheimlich viele Nachrichten bekommen auf mein letztes Video zur MOVA Neu 2020 und es sind ganz, ganz viele Fragen gestellt worden. Vielen Dank dafür. Eine Frage, die ich jetzt im Video beantworten möchte, ist MOVA Neu 2020 für Motorräder. Da gibt es natürlich auch eine Änderung. Auch hier wird die Neuverbrauchsabgabe angepasst und das stelle ich euch hier vor. Die Formel ist CO2 minus 55 dividiert durch 4. Das ist der Prozentsatz MOVA. Es gibt auch wieder einen Maximal, also eine Deckelung von 20%. 20% ist quasi der Maximal-MOVA-Satz für Motorräder. Es gibt einen CO2-Malus, ab 150 Gramm CO2-Ausstoß gibt es 20 Euro Malus je Gramm über 150. Das heißt, der 151. Gramm kostet dann 20 Euro. Bis 125 Kubik gibt es 0% MOVA. Ja, das war bisher auch schon so. 125er, alle 125er Fahrer können aus Deutschland oder aus der gesamten EU importieren und haben hier keine MOVA zu bezahlen. 0% MOVA. Auch diese Formel wird jedes Jahr angepasst um 2 Gramm ab dem 01.01.2021. Das heißt, jedes Jahr wird hier um 2 Gramm dieser Bereich reduziert. Das heißt, 2021 ist dann CO2 minus 53 dividiert durch 4 ist gleich Prozentsatz MOVA, jeweils gültig für neu zugelassene bzw. neu importierte Fahrzeuge. Das ist nicht anzuwenden auf gebrauchte Motorräder, nicht anzuwenden auf Gebrauchtfahrzeuge, sondern nur auf Neufahrzeuge. Bei Gebrauchtfahrzeugen ist weiterhin die alte Regelung der MOVA anzuwenden, die eben bis seit März 2014 Gültigkeit hat, beziehungsweise wenn das Motorrad schon älter ist, die jeweilige Regelung davor. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da, abonniert meinen Kanal und ich freue mich auf eure Kommentare. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail oder schreibt mir auf WhatsApp oder besucht meine Webseite, dort findet ihr weitere Informationen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Baba.